Hab Dank, Eure Heiligkeit. Nun, Artigen, was eure Bedenken betrifft... Die Inquisition unterhält eine bewaffnete Präsenz auf Fereldischem Territorium. Ihr habt Cair Bronnag im Kammwald gewaltsam eingenommen. Richtig, wir haben die feste Banditen abgenommen. Möchtet ihr, dass wir sie ihnen zurückgeben? Wir waren euch für eure Hilfe vor 2 Jahren dankbar, Inquisitor. Nun jedoch ist die Ordnung wiederhergestellt, aber ihr seid immer noch dort. Vor Jahrhunderten sind die Grauen Wächter unter dem Vorwand, die Ordnung wiederherzustellen, bei uns einmarschiert. Und wir haben sie verbannt. Nun macht die Inquisition genau dasselbe, unterstützt von Grauen Wächtern in ihren Reihen. Eure Bedenken sind unbegründet. Die Grauen Wächter haben ihren Wert ein ums andere Mal unter Beweis gestellt. Natürlich toleriert Olle diese Einmischung. Die Inquisition ist schließlich der einzige Grund, warum Selene noch auf dem Thron sitzt. Seid versichert, Tigen. Das Reich von Orlais wird nicht untätig zusehen, sollte die Inquisition ihre Grenzen überschreiten. Im Gegensatz zu Ferelden ist sich Orlais jedoch bewusst, dass dies die gut gemeinten Fehler einer noch jungen Organisation waren. Eine Organisation, die einer leitenden Hand bedarf, zweifellos der euren. Bitte entschuldigt, Inquisitor. Die göttliche Victoria wünscht, euch unter 4 Augen zu sprechen. Die göttliche Victoria, die direkt dort drüben sitzt? Ja, und die einst unsere Meisterspionin war. Die Angelegenheit ist dringend, Euer Gnaden. Bitte entschuldigt mich. Ich wurde über eine dringende Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Botschafterin Montigny, könntet ihr vorerst weitermachen? Ich... Selbstverständlich, Inquisitor. Das ist höchst ungewöhnlich. Es wäre vielleicht das Beste, eine kurze Unterbrechung einzulegen. Die Wache meinte, wir beide sollten uns das hier ansehen. Und ich denke, sie hat recht. Ein Kunari-Krieger in voller Rüstung. Wie ist er in den Winterpalast gekommen? Könnte der Eiserne Bulle womöglich etwas darüber wissen? Ich habe ihn schon gefragt, aber er ist ebenso überrascht wie wir. Seit er ein Terve Schorf ist, hatte er keinen Kontakt mehr zu seinem Volk. Es scheint ihn zu frustrieren, dass er nicht mehr weiß. Also, was würde die linke Hand der Göttlichen sehen, wenn sie das hier vorfinden würde? Er ist ein Krieger, kein Spion. Das heißt, er ist Teil des Antarm, des Militärs der Kunari. Die meisten seiner Wunden stammen aus einem Kampf gegen jemanden, der Magie eingesetzt hat. Ein paar jedoch wurden durch eine Klinge verursacht. Er war schwer verwundet, von seinen Verbündeten getrennt und hat es dennoch bis hierher geschafft, bevor er gestorben ist. Aber wie? Tödliche Geheimnisse im Winterpalast. Jetzt fehlen nur noch eine Haller-Statuette und ein paar Caprice-Münzen. Dann ist es genau wie früher. Kann sich Josephine um die Diplomaten kümmern, während ich mich ein wenig umsehe? Das dürfte ihr nicht schwerfallen. Die ersten paar Tage bestehen ohnehin nur aus großen Reden und aufgeblasenem Gehabe. Ich werde die Unterbrechung so weit wie möglich in die Länge ziehen. Außerdem sorge ich dafür, dass unsere Freunde bereit sind, falls es zum Kampf kommt. Haltet ihr das für wahrscheinlich? Ich denke, der erhabene Rat könnte weitaus spannender werden, als wir es erwartet hatten. Ein toter Kunari war schlimm genug. Jetzt sind es viele und sie sind feindselig. Das ergibt keinen Sinn. Die Kunari sind vielleicht keine Freunde der Inquisition, aber warum sollten sie uns angreifen? Und warum sind sie überhaupt hier? Oder nutzen die Illuvien? Ich lasse den Spiegel vorerst bewachen, Eure Heiligkeit. Bitte, Cullen. Nenn mich Liliana. Ja, Eure Liliana. Es scheint, als wäre die verhältnismäßig friedliche Zeit der letzten 2 Jahre vorüber. Erst die Verderbnis, dann die Magier und Templer, dann Korypheus und nun das. Können denn keine 10 Jahre vergehen, ohne dass die Welt auseinanderbricht? Wir müssen verhindern, dass die Kunari die Verhandlungen stören. Die Lage im Erhabenen Rat ist derzeit äußerst angespannt. Ich bin mir sicher, ihr könnt die Gemüter der Adligen besänftigen, während wir unterdessen das wahre Problem beheben. Nicht, wenn der Inquisitor sie alle beleidigt, indem er sich inmitten der Gespräche verabschiedet.
Unser einziger Vorteil ist, dass sich Orlais und Ferelden in so vielem uneins sind. Sollten sie sich aber gegen uns verbünden, muss die Göttliche ihre Forderungen unterstützen. Wir könnten alles verlieren. Ich weiß, wir verlangen viel von euch, Botschafterin. Und ich verspreche, wir werden es euch nicht noch schwerer machen als unbedingt nötig. Bitte entschuldigt. Ich werde mich um den erhabenen Rat kümmern. Und während Josie das übernimmt, werden wir weitere Nachforschungen anstellen. Wir, Eure Heiligkeit? Oh, nicht ihr auch noch, Josie. Ich begebe mich wieder zum Kreuzweg. Wir müssen herausfinden, was die Kunari planen und warum sie uns angegriffen haben. Und ich unterhalte mich mal mit unserer Ehrengarde. Moment. Eure Hand? Seid ihr der Inquisitor? Es ist seltsam, einem Menschen in den tiefen Wegen zu begegnen. Umso mehr, wenn er von lauter Kunari umgeben ist. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte, was die Widersala vorhat, ist, ihr müsst sie aufhalten. Die Widersala? Sie ist eine hochrangige Ben Astrat, die auf Magie spezialisiert ist. Sie spürt sie auf, studiert sie und vernichtet sie. Aber das hat sich geändert. Es kümmert mich nicht, ob ihr Fen Harrell dient oder nicht. Irgendjemand muss sie aufhalten. Wie kommen die Kunari darauf, die Inquisition würde Fen Harrell dienen? Ich weiß es nicht. Die Widersala hat es gesagt und die Kunari hier halten es für eine Tatsache. Einige Helfer Fen Harrells haben uns überall auf dem Kreuzweg Schwierigkeiten bereitet. Sie haben uns sabotiert, Geister dazu gebracht, uns anzugreifen. Ich nahm einfach an, die Inquisition sei ihre Armee. Dass ihr auf Fen Harrells Geheiß hier seid. Wer genau seid ihr? Mein Name ist Jaren. Einst Sir Jaren. Ich war Templer in Kirkwall, bis ich mich dem Kun anschloss. Ihr seid ein Kunari? Kirkwall war Irrsinn. Chaos. Und die Kunari waren wie das Auge des Sturms. Ich glaube an Ordnung. An Disziplin. Und daran, die Unschuldigen vor der Magie zu beschützen. Doch dieser Plan ist ebenso verrückt, wie Meredith es war. Was meint ihr damit? Soll das heißen, diese Widersala erfüllt ihren Auftrag jetzt nicht mehr? Nein, sie tut eher das genaue Gegenteil. Dieser Ort dient dem Abbau und der Verarbeitung von Lyrium. Die Kunari brauchen es für... Habt ihr je von den Sarebas gehört? Gefährliches Ding. So nennt das Kun die Magier. Ich habe selbst als Templer nie etwas gesehen, dass der Macht, die ein Sarebas entfesseln kann, auch nur annähernd gleichgekommen wäre. Und jetzt gibt ihnen die Widersala auch noch Lyrium. Unmengen an Lyrium. Es ist Teil von etwas, das sie Drachenodem nennt. Das ist doch alles nur ein Haufen Scheiße. Die Widersala würde keinen Sarebas auch nur in die Nähe von Lyrium lassen. Es steckt noch mehr dahinter. Aber ich konnte nicht herausfinden, was. Die Kunari mögen es nicht, wenn man zu viele Fragen stellt. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Kunari davon abhalten sollte, Lyrium zu verwenden. Das Lyrium ist lediglich Teil eines größeren Plans der Widersala, Inquisitor. Sie sagte, ihr Plan würde den Süden retten. Und das kann nur eines bedeuten. Eine Invasion. Allerdings ist diese Mine die einzige Lyriumquelle, über die die Kunari verfügen. Sie verwenden Gardlock, das Sprengpulver in den runden Fässern, um das reine Lyrium abzubauen, ohne es berühren zu müssen. Wenn ihr euch aus dem Hauptlager die Zünder besorgt, könnt ihr das Gardlock zur Explosion bringen und die Mine geht in Flammen auf. Sobald eines der Fässer explodiert, werden sämtliche Kunari hier unten alarmiert sein. Ihr habt recht, das werden sie. Ihre Verstärkung wird zwar durch Tiefenlauerer und Einstürze aufgehalten werden, aber wenn es hier Probleme gibt, wird sie auf jeden Fall kommen. Ihr müsst die Widersala aufspüren und diesen Krieg beenden, noch bevor er beginnt. Niemand kann sagen, was geschieht, wenn ich die Mine erst zerstört habe. Ihr solltet versuchen, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Das werde ich. Viel Glück, Inquisitor. Lasst uns gehen. Wir müssen eine Lyrium-Mine zerstören. Drachenodem, die Kunari und ihre geliebten Metaphern. Was bedeutet das? Wer weiß, es ist schon schlimm genug, dass Kunari-Agenten Illuvien nutzen, um den Süden anzugreifen. Ich verstehe einfach nicht, warum sie die Inquisition beschuldigen, Fen Harrell zu dienen.
Wir wissen, dass Mythal tatsächlich existiert. Es wäre also möglich, dass auch Fen'Harel noch in irgendeiner Form hier ist. Was ihr aus den Ruinen beschreibt, legt zweifellos nahe, dass der Schreckenswolf aus den elfischen Legenden eine reale Person ist. Aber was hat das mit uns zu tun? Wie kommen Sie auf die Idee, die Inquisition würde diesem Fen'Harel dienen? Ich hoffe, das erfahren wir, nachdem wir sie aufgehalten haben. Ich bin ja mal sehr gespannt darauf, ob der erhabene Rat die Inquisition immer noch auflösen will, nachdem wir ihn vor diesem Drachen Odem gerettet haben. Zunächst mal müssen wir herausfinden, was der Drachen Odem überhaupt ist. Und im Moment ist unsere einzige Spur die Anführerin der Kunari, die Vidasala. Meine Herren! Verzeihung, Lady Josephine. Es gab einen Zwischenfall mit einer eurer Soldatinnen. Wie könnt ihr es wagen? Es war schon schlimm genug, dass die Inquisition den erhabenen Rat nicht über diesen toten Kunari informiert hat. Orlais hätte euch in dieser Angelegenheit mit Freuden unterstützt. Aber jetzt greifen eure Wachen auch noch Bedienstete an? Ihr habt eure Grenzen überschritten! Artigan, mein Plan, die Macht in Ferelden an mich zu reißen, würde wohl kaum damit beginnen, dass meine Soldaten in Orlais eine Schlägerei anzetteln. Auch wenn der erhabene Rat für uns oberste Priorität hat, wird sich der Inquisitor dieser Sache selbstverständlich persönlich annehmen. Hab Dank, Inquisitor. Und wie immer ist Orlais jederzeit bereit, die Inquisition zu unterstützen. Geheimnisse und Lügen. Begreift ihr nun, warum wir eure Inquisition fürchten? Ihr tut so, als wärt ihr die Lösung für alle Probleme. Doch wann werdet ihr uns in den nächsten Krieg hineinziehen? Was geht hier vor? Die Orlesianer haben versucht, einen der unseren festzunehmen, Inquisitor. Also haben wir das Gebiet gesichert. Ihr seid hier im Winterpalast. Ihr könnt euch nicht einfach über uns hinwegsetzen, wenn eine eurer Wachen einen Bediensteten angreift. Das hier ist Sache der Inquisition. Sollte irgendein Adliger ein modisches Verbrechen begehen, überlassen wir das gerne euch. Ich hatte ihn lediglich gefragt, was er da macht. Und als ich mich geweigert habe, vor den Hunden der Inquisition zu kriechen, habt ihr mich angegriffen. Wie sollen wir die Situation handhaben, Inquisitor? Dieses Fass dort. Wo kommt es her? Ich hatte die Anweisung, Wein für die Gäste zu besorgen. Ihr lügt. Eure Inquisitionssoldaten sind vollkommen außer Kontrolle. Nein, wir haben hier die Kontrolle. Also redet nur weiter, wenn ihr euch in Ketten wiederfinden wollt. Nehmt den Bediensteten bitte in Gewahrsam. Selbstverständlich, Euer Gnaden. Inquisitor? Botschafterin Montelier wird es später erklären. Für den Moment bitte ich jedoch darum, dass der Mann festgehalten wird, damit wir ihn befragen können. Wie ihr wünscht, Inquisitor. Lord Cyril wird hiervon erfahren. Inquisitor? Das hier habe ich neben dem Fass gefunden. Die Sprache ist mir allerdings unbekannt. Habt ihr das Problem mit der Wache gelöst? Die Wache ist das kleinste unserer Probleme. Irgendjemand hat Fässer voller Gardlock in den Winterpalast geschmuggelt. Ihr müsst lächeln, Inquisitor. Es sind jede Menge Augen auf uns gerichtet. Zumindest kennen wir jetzt das wahre Ausmaß des Drachen Odems. Ihr denkt, diese Gardlock-Fässer sind der Drachen Odem? Zweifelsohne. Ein Überraschungsangriff, selbst wenn er durch die Illuvien stattfände, würde auf erbitterten Widerstand stoßen. Wenn aber während des erhabenen Rates sämtliche Anwesenden durch eine Explosion ums Leben kämen, wäre der Süden führungslos und offen für einen Angriff. Genau das hätte Korypheus' Taktik nach der Explosion im Tempel der Heiligen Asche sein müssen. Ein Angriff, ebenso schnell und unaufhaltsam wie der Odem eines Drachen. Wie könnt ihr da einfach weiter lächeln? Jahrelange Erfahrung als Bardin, Inquisitor. Wir dürfen jetzt keine Schwäche zeigen. Wir könnten von Feinden beobachtet werden. Alles, was sie sehen dürfen, ist eine entspannte Plauderei unter Freundinnen. Die Wache, die den Bediensteten zur Rede gestellt hat, sagte, sie habe in der Nähe der Fässer diese Notiz gefunden. Ich würde sagen, das ist Kunlat. Lasst mich mal sehen. Der eiserne Bulle hat mir einige Brocken beigebracht. Allerdings ist mein Akzent offenbar grauenhaft.
Das sind Anweisungen, wo im Palast das Guardlock platziert werden sollte. Sobald die Aufgabe erfüllt ist, berichtet ihr der Vidasala durch den, durch ein Bücherregal gekennzeichneten Spiegel. Ich hatte gehofft, die hochverehrte Vidasala irgendwann mal kennenzulernen. Wie nett von ihr, dass sie uns zu sich eingeladen hat. Gut, während ihr euch darum kümmert, werden meine Leute die Guardlock-Fässer ausfindig machen und wegschaffen. Ich werde außerdem meine Kontakte in anderen Ländern informieren. Wir müssen herausfinden, wo dieser Drache noch zuschlagen könnte. Bezwingerin der Bresche, Herold des Wandels, Heldin des Südens. Die Vidasala, nehme ich an. Ich war sehr überrascht, dass man euch gestattete, weiterhin in Freiheit zu leben, nachdem ihr euren Zweck hinsichtlich der Bresche erfüllt hattet. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Es wird Zeit, eurer Magie ein Ende zu setzen. Noch ist es nicht zu spät. Lasst uns die Waffen niederlegen und miteinander reden. Tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ihr in Gang gesetzt habt. Ich habe schon zahllose Katastrophen miterlebt, doch dieses Chaos im Süden übertrifft alles. Das Kun gestattete es euren Völkern, eure Magie selbst zu kontrollieren. Dann jedoch zeigte sich, dass wir schon längst hätten einschreiten müssen. Darum geht es bei dem Drachen, Odem? Ihr wollt unsere Staatsoberhäupter ermorden, nur damit ihr unsere Magie kontrollieren könnt? Denkt ihr etwa, sämtliche Missstände seien behoben, nur weil ihr die Bresche geschlossen habt? Dass sie keine weiteren Folgen hat? An dem Tag, als wir die Bresche sahen, entschied das Kun, was geschehen musste. Wir wollten eure Anführer beseitigen und das einfache Volk verschonen. Doch dieser Helfer Fan Harolds hat alles verändert. Leben, die verschont werden sollten, werden seinetwegen enden. Wer ist dieser Helfer? Und wie kommt ihr darauf, dass er für die Inquisition arbeitet? Tötet den Inquisitor und folgt mir dann zum Davarat. Eure Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denerim Guardlock-Fässer gibt? Ja, genau wie in Val Royeaux und überall in den freien Marschen. Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat doch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Ich nehme an, ihr habt neue Informationen. Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, hat zugegeben, dass er für die Kunari arbeitet. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Na, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Wisst ihr, wer die Fässer auf die Liste der Inquisition gesetzt hat? Ja, mehrere elfische Arbeiter der Inquisition sind verschwunden. Ich habe ihre Vergangenheit überprüfen lassen. Sie hatten sich der Inquisition angeschlossen, nachdem sie dem Chaos in Kirkwall entkommen waren. Ich weiß noch, wie Kirkwall zu seinen schlimmsten Zeiten war. Viele der Elfen dort sind auf der Suche nach einem besseren Leben zum Kun konvertiert. Und die Kunari haben Spione aus ihnen gemacht. Erst vor wenigen Jahren haben wir die Magier in Redcliff dafür verflucht, dass sie sich korrumpieren ließen. Dasselbe haben wir mit den Grauen Wächtern gemacht. Und jetzt seht uns nur an. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione. Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment, uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zu Recht.
Verdammte Scheiße! Wir retten Ferelden und sie sind sauer. Wir retten Orlais und sie sind sauer. Wir schließen die Bresche zweimal und meine Hand will mich töten. Kann nicht einfach mal irgendetwas normal sein? Ich muss zum Davarat. Ihr alle könnt euch gerne bekriegen, wenn ich zurück bin. Danke, Inquisitor. Sollen wir den erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Ja. Falls wir scheitern, muss der erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere am Illuvien Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. Der Drachen Odem ist ein leibhaftiger Drache? Tetha! Bas! Die Inquisition! Nera Atashi Asara! Nera Bas Adim Katar! Hisret! Jetzt bitte! Vinek Katars! Das könnt ihr vergessen, my lady. Euch bleibt nur noch so wenig Zeit, Inquisitor. Ihr müsst endlich die Wahrheit akzeptieren. Der Himmel wurde bereits durch elfische Magie zerrissen. Wenn die Helfer von Heralds nicht aufgehalten werden, werdet ihr auch die Welt vernichten. Die Inquisition hat nichts mit von Heralds Helfern zu tun. Ich bitte euch, Inquisitor. Ich bin die Augen und Ohren des Volkes der Kunari. Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich täuschen? Das Mal auf eurer Hand hätte euren Tod bedeutet, wenn euch nicht einer ihrer Anführer geholfen hätte. Derselbe, der euch auch half, die Bresche zu schließen. Der euch zur Himmelsfeste führte. Der Korypheus die Kugel gab und dann die Inquisition gründete. Solus, der Helfer von Heralds. Wie bitte? Worin auch immer Solus da verstrickt ist, ich bin niemandes Marionette. Selbst jetzt weigert ihr euch noch, die Fäden zu sehen, an denen ihr hängt. Solus hat uns alle getäuscht. Er hat einen sterbenden Kunari in den Winterpalast gestoßen, um euch dazu zu bringen, gegen uns zu kämpfen. Wäre er nicht gewesen, hätten wir dem Süden ohne Blutvergießen Frieden und Weisheit gebracht. Nun jedoch müssen wir den Weg der Klingen beschreiten. Panahedan, Inquisitor. Und falls es euch ein Trost ist, Solus wird euch nicht überleben. Wer auch immer er noch sein mag, Solus war einer von uns. Ich werde ihn nicht der Widersaler überlassen. Oh!
Katar. Etwa Ost. Maras Katar! Es ist vorbei. Nun geht und sagt den Kunari, sie sollen mich in Frieden lassen. Tch. Soulless. Schafft uns etwas Zeit. Ich nehme an, ihr habt Fragen. Die Kunari haben versucht, euch zu töten. Ich wollte vor ihnen hier sein. Ich weiß. Sie haben nach einem Helfer Van Harrels gesucht. Aber ich bin niemandes Helfer. Ich fürchte, die Wahrheit ist weitaus einfacher und gleichzeitig deutlich schlimmer, als die Kunari glauben. Ihr seid Van Harrel. Ich war zuerst Solas. Van Harrel kam später. Eine Beleidigung, die ich stolz annahm. Der Schreckenswolf erfüllte meine Freunde mit Hoffnung und meine Feinde mit Angst. Ähnlich wie Inquisitor. Auch ihr kennt die Last eines Titels, der euren Namen nahezu verdrängt. Die Legenden der Dalish über den bösen Gott der Täuschung sind falsch. Ich habe auf dem Kreuzweg die Wahrheit gesehen. Ihr habt nur eine andere Geschichte gesehen, die aus Verzweiflung geschrieben wurde, um mir mehr Anerkennung zukommen zu lassen, als ich je verdient habe. Ihr wart ein Held, Solas. Ich wollte mein Volk aus der Sklaverei vorgeblicher Götter befreien und ihm einen neuen Weg weisen. Die falschen Götter nannten mich Van Harrel. Als sie dann letztendlich zu weit gingen, erschuf ich den Schleier und verbannte sie. So habe ich das Volk der Elfen befreit und dabei ihre Welt zerstört. Aber ihr liebt das nichts. Aus welchem Grund solltet ihr den Schleier erschaffen und es vor aller Augen verbergen? Weil die Alternativen noch weitaus schlimmer gewesen wären. Was soll das heißen? Hätte ich den Schleier nicht erschaffen, hätten die Evanuris die gesamte Welt vernichtet. Ihr habt die falschen Götter also verbannt? Ihr habt sie nicht getötet? Ihr selbst seid doch Mythal begegnet, oder etwa nicht? Die Ersten meines Volkes sterben nicht so leicht. Aber die Evanuris sind für alle Zeiten verbannt. Sie bezahlen den ultimativen Preis für ihre Untaten. Ihr sagtet, die Elfengötter seien zu weit gegangen. Was haben sie getan, um euch dazu zu bringen, gegen sie vorzugehen? Sie haben Mythal getötet. Ein Verbrechen, für das eine Ewigkeit voller Qualen die einzig angemessene Bestrafung ist. Ich dachte, Mythal sei eine der Evanuris. Sie war die Beste unter ihnen. Ihr lag etwas an ihrem Volk. Sie beschützte es. Sie war eine Stimme der Vernunft. Und in ihrer Gier nach Macht haben sie getötet. Die Evanuris waren doch elfische Magier. Wie kommt es, dass man sich heute als Götter an sie erinnert? Es war ein langsamer Prozess, der mit einem Krieg begann. Ein Krieg weckt Ängste. Ängste wecken den Wunsch nach einfachen Konzepten. Gut und böse, richtig und falsch. Nach Hierarchien. Als der Krieg endete, wurden Generäle zu geachteten Anführern. Dann zu Königen und schließlich zu Göttern. Sie wurden zu den Evanuris. Wieso hat die Erschaffung des Schleiers die Welt zzerstört? Ihr habt die Überreste des Vir Dithara gesehen. Die Bibliothek war untrennbar mit dem Nichts verbunden. Und der Schleier hat sie zerstört. Es gab noch unzählige andere Wunder, die alle von der Gegenwart des Nichts abhängig waren. Sie alle wurden vernichtet. Und was die elfischen Legenden über ihre Unsterblichkeit betrifft, sie sind wahr. Nur war es nicht die Ankunft der Menschen, wodurch sie zu altern begann. Es war mein Werk. Durch den Schleier haben die Elfen alles verloren. Sogar sich selbst. Das ist die Vergangenheit. Aber wie sieht die Zukunft aus?
Ich schlief im Dunkeln und träumte, während zahllose Kriege und Zeitalter vorübergingen. Noch immer schwach erwachte ich ein Jahr, bevor ich euch traf. Was ich getan hatte, um die Evanoris zu bestrafen, bedeutete für mein Volk den Untergang. Doch noch besteht Hoffnung auf Wiedergutmachung. Ich werde das Volk der Elfen retten, selbst wenn dafür diese Welt sterben muss. Solus, was auch immer ihr wollt, der Tod dieser Welt ist nicht die Lösung. Keine gute Lösung, nein. Doch manchmal bleiben nur schreckliche Entscheidungen. Es ist meine Bürde. Ihr solltet euch mehr um die Inquisition sorgen. Eure Inquisition. Ihr habt den Drachen Odem aufgehalten und dadurch eine Invasion der Kunari verhindert. Mit etwas Glück konzentrieren sie sich nun wieder auf Tevinter. Das sollte einige Jahre des Friedens bringen. Habt ihr jetzt die Kontrolle über die Illuvien? Ja. Erinnert ihr euch an Brianna aus Halam Shiral? Eine Zeit lang hatte sie einen Teil des Labyrinths unter ihrer Kontrolle. Einer meiner Helfer sollte sie ihr entreißen. Doch er blieb leider erfolglos. Letztlich musste ich die Magie selbst aufheben. Die Kunari wiederum sind eigenständig auf diesen Bereich gestoßen. Und nun, da sie fort sind, gehören die Illuvien mir. Weshalb sollte ich mich um die Inquisition sorgen? Ihr habt eine gewaltige Macht erschaffen, der nun dasselbe Schicksal droht wie allen derartigen Organisationen. Verrat und Korruption. Das ist nicht gesagt. Ist euch eigentlich bewusst, wie ich von dem Plan der Kunari erfahren habe? Jenem Plan, den ich durchkreuzte, indem ich sie vor eure Tür führte. Die Spione der Kunari sind über meine Spione in der Inquisition gestolpert. Die elfische Wache, die euch zu dem toten Kunari geführt und den Bediensteten mit dem Gardlockfass abgefangen hat, sie arbeitet für mich. Warum habt ihr euch überhaupt die Mühe gemacht, den Plan der Kunari zu durchkreuzen, wenn ihr die Welt doch ohnehin vernichten wollt? Weil ihr mir gezeigt habt, dass diese Welt von Wert ist, Inquisitor. Was ich tun muss, bereitet mir keine Freude. Und bis es soweit ist, möchte ich nicht, dass jene, die sich gerade erst von den Folgen der Bresche erholen, unter der Knechtschaft des Kuhn leben müssen. Warum? Weil ich kein Monster bin. Wenn ihr Tod schon unvermeidlich ist, sollen sie zumindest in Freiheit sterben. Und das ist nun gewährleistet. Ich schätze, dann schulden wir euch auch dafür unseren Dank. Ich hoffe, es schenkt euren Völkern eine letzte Zeit des Friedens. Die Kunari sagten, die Inquisition habe unwissentlich für die Helfer von Harris gearbeitet. Ich habe nie irgendwelche Befehle erteilt. Ihr habt uns zur Himmelsfeste geführt. Korypheus hätte sterben sollen, als er meine Kugel benutzte. Sein Überleben hat all meine Pläne durchkreuzt. Doch ihr habt ebenfalls überlebt. Und ich wusste, wenn etwas auf dieser Welt ihn aufhalten konnte, dann die Inquisition. Aber ihr brauchtet ein Zuhause. Also führte ich euch zur Himmelsfeste. Ihr habt Korypheus eure Kugel gegeben? Nicht direkt. Meine Helfer ermöglichten es den Venatori, sie zu finden. Die Kugel hatte während all der Jahrtausende, die ich schlief, magische Energie angesammelt. Ich war nicht mächtig genug, sie zu öffnen. Mein Plan sah vor, dass Korypheus sie verwendet und durch die darauffolgende Explosion getötet wird. Anschließend wollte ich die Kugel an mich nehmen. Ich hatte jedoch nicht mit einem Tevinter-Magister gerechnet, der das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt hatte. Was wäre geschehen, wenn Korypheus gestorben wäre und ihr die Kugel zurückerhalten hättet? Ich hätte mit Hilfe des Mahls, das nun ihr tragt, das Nichts betreten. Anschließend hätte ich den Schleier zerstört. Während dadurch diese Welt in tosendem Chaos versunken wäre, hätte ich die Welt aus meiner Zeit wiederhergestellt. Die Welt der Elfen. Wenn ihr den Schleier zerstört hättet, wären dann nicht auch die falschen Götter befreit worden? Ich hatte einen Plan. Ich hätte euch nie für jemanden gehalten, der so etwas tun würde, Solus. Danke. Ihr müsst es verstehen. Ich erwachte in einer Welt, in der nur wenige noch eine bewusste Verbindung zum Nichts besaßen.
Es war wie eine Welt voller Besänftigter. Wirklich, so seht ihr uns. Nur zu Beginn. Und ihr habt mir gezeigt, dass ich mich irrte. Leider wird das Kommende dadurch nur noch schwerer. Auch wenn ihr eigene Gründe hattet, uns zu helfen, ohne euch hätten wir Korypheus niemals besiegen können. Ihr irrt euch. Alles, was ihr erreicht habt, war euer Verdienst. Da wäre noch immer das Problem mit dem Anker. Seine Auswirkungen werden immer schlimmer. Ja, und es tut mir leid. Wir haben kaum noch Zeit. Letzten Endes wird euch das mal töten. Indem ich euch hierher brachte, konnte ich euch retten. Zumindest vorerst. Ihr müsst diese Welt nicht vernichten. Ich werde es euch beweisen. Ich hoffe inständig, es gelingt euch, meine Liebe. Nehmt meine Hand. Verzeiht mir. Nutzt die Zeit, die euch noch bleibt. Wir müssen etwas tun, aber wir brauchen die Inquisition. Wir stehen am Rande eines Krieges gegen die Kunari. Und warum? Weil dieser Solas sie provoziert hat. Die Inquisition trägt keine Schuld. Wir haben den Rat über die Gefahr informiert. Ja, die Gefahr durch Kunari-Spione in euren Reihen. Ohne uns werdet ihr tot. Überlegt euch gut, worüber ihr euch beklagt. Niemand vergisst, was ihr getan habt. Aber Korypheus ist seit 2 Jahren tot. Wenn die Inquisition fortbestehen will, dann als rechtmäßige Organisation und nicht als glorifizierter Söldnertrupp. Inquisitor? Ihr alle wisst, was das ist. Ein Erlass der göttlichen Justinia, der die Gründung der Inquisition genehmigt. Wir haben gelobt, die Bresche zu schließen, die Verantwortlichen zu finden und die Ordnung wiederherzustellen. Es war kein offizieller Vertrag, der das fereldische Volk gerettet hat. Nicht behutsame Diplomatie hat euren sinnlosen Bürgerkrieg beendet. Es ging nie um eine Organisation. Es ging um Leute, die taten, was notwendig war. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss eine Welt retten. Erneut. Die Inquisition ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Thank you.
Leute haben nichts entdeckt. Durch die Illuvien könnte er überall sein. Und da die Inquisition offiziell aufgelöst wurde, haben wir weder eine Armee noch formelle Bündnisse. Wir haben alles, was wir wirklich brauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Solus weiß alles über uns. Wer wir sind, wie wir vorgehen, unsere Stärken und Schwächen. Dann suchen wir uns Leute, die er nicht kennt. Wir werden unseren Freund retten. Vor sich selbst.